Ah. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, danke. Nein! Dr. Required in Deluxe Clinic. Ah, komm schon, komm schon. Nein! Verdammt. Liebe Freunde der Zocker Lounge, herzlich willkommen zurück im Two Point County bei Two Point Hospital. Und wir haben ein Karriereziel erreicht. Das da wäre. Bilde 50 Ärzte aus. Wow. Geil. Okay. Sonst noch was? Nö. Also, gleich flott weiter in die Mitten University, denn wir haben ja keine Zeit. Und dieses Krankenhaus, das läuft noch gar nicht so. Was müssen wir eigentlich machen? Erhalte 2000 Forschungspunkte. Ich mach mal Folgendes. Ich baue mal noch eine Forschung. Apropos, können wir hier noch Objekte reinzimmern? Hier wäre doch eine Kaffeemaschine ganz cool bei dir. Aber sonst spezifische Objekte. Hierfür gibt es eigentlich Whiteboard. Ein Whiteboard. Bringt dir das was vielleicht? Berggemälde, wow, toll, echt. 200.000 Goldstern Anschlagebrett. Das können wir doch vielleicht irgendwo hier so ganz cool so vielleicht, so vielleicht. Keine Ahnung. Und auf Stationen hat man doch immer so Zeichnungen, die da nicht hingehen. Doch, hinter die Bank. Yay! Süß. Ach ja, wie ein richtiges Krankenhaus. Ach komm, das kriegst du hier. Oh, wow. Jawohl. So, also Prestige läuft. Besucht Forschung. Irgendein Chef von, was? Holix-Tix? Beförderung und da haben wir wieder zwei und dann haben wir das ja auch erfüllt. Gut. Also Beförderung, das lese ich schon gar nicht mehr. Das gibt's grundsätzlich bei mir, das passt dann schon. Und dann bauen wir hier noch eine Forschung rein. Und vielleicht können wir dann auch noch einen Arzt drauf schulen. Forschung. Verfügbare einstellen, Ärzte, kommen. Und noch ein, einstellen, Ärzte, kommen. Und Forschung, Schulen. Warum habe ich da jetzt zwei für eingestellt? Warum? Es reicht, wenn es noch eine lernt. Aber gut, geht damit rein in den Kurs. Wird schon passen. Und du? Alles gut? Jetzt, was mache ich jetzt mit dem verschenkten Platz hier? Noch eine Toilette brauchen wir nicht, die ist um die Ecke. Ihr braucht hier natürlich auch ein paar leckere Automaten. Und wir könnten hier auch mal nach Heizung schauen. Das passt aber eigentlich auch. It's a perfect day at the circus for everyone. Das passt auch alles, ne? Also Heizung. This is Two Point Radio. Vielleicht ein kleiner noch hier oben. Training course complete. Class dismissed. Sag es nicht, das geht nicht. So. Noch irgendwo ein Heizungsproblem. Ja, vielleicht. Einen kleinen hier hinten. Ich habe noch nie jemand hier drin. Oh. Oh, 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 oh. Zwei Sterne Krankenhaus. Jawohl, das fängt ja gut an. Enzyklopädie Bücherregal 2. Okay,
Okay, Easy Scan 3. Okay, Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Ich habe gehört, dass deine Forschung und Entwicklung weiter vorankommt. Wie wunderbar für dich. Stürzen Sie sich in weitere Forschungsprojekte, um sich noch mehr Belohnung zu verdienen, oder erweitern Sie anderswo Ihre Organisation. Wir bleiben hier. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Ich hätte gerne ein richtig großes, schickes Pausenzimmer. Stufe 5, ja genau. Was kann ich nochmal? Den hier, ne? Auf geht's. Und hier könnten wir mal wieder irgendwas Cooles schulen. Diagnostik. Für... Oh, das macht für die Psychiatern aber sicher auch Sinn, ne? Und du nimmst das auch noch mit. Los. Und müssen wir jetzt hier was extra Forschungstechnisches anwählen? Ja, dann nehmen wir hier... Ja, was denn? Die läuft schon, die ist schon grün, die kann man nicht... Oder doch? Wahrscheinlich nicht. Dann machen wir hier das Spritzenhaus. Tim. Ich müsste doch echt genug Personal haben, damit ich immer gut schulen kann. Oh, wir sollten echt erweitern. Komm, wir kaufen das Ding hier. Das ging schnell. Machen hier eine... Arg. Was? Clowns? Oh, ich sollte vielleicht auch mal lesen, was ich hier anklicke. Wir schnappen uns jetzt den, wollte ich sagen, und kopieren den, denn wir brauchen mehr. Mehr eben. Und das kopieren wir jetzt noch weiter. Und wir kopieren ihn nochmal. So. Haben wir das. Und wir kopieren auch dich hier. Und wir kopieren auch dich hier. Wie gesagt, einfach mal die ganze Allgemeinmedizin hier mal reinpacken. Und irgendwo stirbt schon wieder jemand. Okay, hier haben wir Platz. Da könnten wir vielleicht so einen Sägeautomat hinstellen, habe ich mir gerade überlegt. Und ein Getränkefuzzi daneben und vielleicht auch noch was zum Lesen. Habe ich hier wieso jede Menge Platz. Dann machen wir doch einen Trophäenschrank. Okay, hier wird schon eifrig. Oh, hier gibt es jetzt violette Bänke. Und es ist offensichtlich kalt. Und es ist offensichtlich sehr kalt. Hier machen wir nur... Ja, folgendes Gerät kann erweitert werden, das machen wir alles auch gleich. Eine Aufnahme machen wir hier hin. Für die, die mit dem Hubschrauber kommen, die können eigentlich auch von hier abgefertigt werden. Objekte. Große Heizkörper. So, also frieren müsste bei mir nicht. Nee, Leute, also frieren. Nee. Und dann gibt's vielleicht noch coole Raumtrenner von mir in Form von Getränkeautomaten. Zack. Und hoffentlich können wir auch irgendwo noch einen Mülleimer hinbauen. Tja, so eigentlich. Ist das nicht nett? Ha, das habe ich mir gerade überlegt. Prima. Pflanzentechnisch könnte man auch was machen, ha? Huh? Aber nicht so viel. Gut, dann stellen wir doch noch einen Assistenten ein. Hierhin.
Und wer möchte befördert werden? Zum Pflegeschüler, zum Nachwuchsschüler? Okay. Zum Arzt, zum Facharzt? Okay. Update zur Öffentlichkeitsarbeit? Die Kompostnachricht wieder. Die kennen wir schon. Gut. Was können wir jetzt schulen? Apothekenverwaltung? Wer kann das noch lernen? Du, das macht Sinn. Los. Und hier... Allgemeinmedizin 2 kann jemand lernen. Das macht Sinn bei dir. Und los. Läuft doch. Keine Ahnung, ob ich hier Bänke brauche, aber... Ist ein bisschen leer, ne? Die steht da auch nur so rum. Pack ich doch mal hin. Ah, hier ist allgemein ein bisschen... Ja, ja, hier ist nicht grün, das sehe ich schon. Und Pflanzen brauchen Wasser, habt ihr ja gerade gehört. Hier so eine Palme rein. Oh, die ist schon eingegangen, deine. Können wir auch noch eine reinzimmern und irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sollten noch einen Hausmeister einstellen. Ich nehme dich. Bäm. So, was haben wir hier? Beförderung. Okay, kann zum Chefarzt befördert werden. Mein Forscher. Nur zu. Gefällt mir. Und hier sind jetzt auch schon drei Ärzte am Werk. Könnt ihr das über... Oh je. Oh je. Eigentlich nicht. Eigentlich sollten wir dringend noch wieder ein bisschen Allgemeinmedizin und so. Und du solltest, Tja. Ich brauche mehr Krankenschwestern. Oh, aber nächste Beförderung. Drei Stück. Bildet 20 Mitarbeiter weiter. Ah, okay. Heile 100 Patienten. Heilungsrate muss hier nur 60% sein. Herbert Pike möchte Krankenpfleger werden. Okay. Und die Annika Moore möchte Assistenzärztin werden. Okay. Und die Chloe Bartinger möchte Nachwuchsschwester werden. Viele Patienten stehen Schlange. Ja, was du nicht sagst. Ist toll, dass ich euch jetzt hier abspeisen kann. Aber... Oh Mann, kann ich dich nicht irgendwie zum Arzt schicken? Oh, da ist keiner. Ich brauche mehr Krankenpfleger. Komm hier, das ist zwar scheiße, aber... Hm. Ist wenigstens jemand da? Oh je, die kann nix. Er krepiert so oder so, also behandeln ihn. Der ist so gut wie tot. Heilungschance 75%, das ist doch was. Kann zur Ärztin befördert werden? Na los. Und, ja hier, was geht denn hier ab mit Beförderung gerade? Nützt ihr mich aus? Hier kann man ein Update starten. Können wir hier eigentlich auch ein Update starten? Nö. Sondermeldung. 5 von 7 Patienten geheilt. Mit dem Zirkus-Dings-Gedöns. Kannst du, was du tust? Oh ja. Da ist jemand geheilt. Hier muss jemand sofort zur Behandlung. Karriereziel erreicht. Bilde 50 Krankenpfleger aus. Gut. Oh. Forschung 3. Kann jemand jetzt aber sofort. Rein da mit dir. Du bist auch durch. Dann. Forschung 2. Das macht bei dir auch Sinn. Ich hab noch niemand, der... Dann die wichtige Apothekenverwaltung. Schauen wir mal. Oh ja. Alle 4 rein. Sofort.
Ach ja, Kaffee saufen kannst du schon mal. Oh Mann. Oh Mann. Du kannst doch noch gar nichts. Ach komm, kann man da drauf gehen? Er ist rot geworden. Okay, bisschen grün. Ja, ganz gut. Jetzt vielleicht noch ein bisschen blau. Wow. Oh, sieht doch gar nicht schlecht aus. Und jetzt? Yay! Geht doch! Geht doch! Oh, was geht denn hier ab? Kannst du das bedienen? Offensichtlich. Diagnose 27%. Wir haben womöglich zu viele Hausmeister. Ja, genau. Womöglich haben wir zu viele, ja, das kann schon sein. Sag mal, wie ist eigentlich Heizung hier bei dem? Nicht so geil. Müssen wir noch irgendwelche Zimmer bauen? Eine Töpferei? Brauchen wir eigentlich eine Töpferei? Ich glaube nicht. Tja, gute Frage. Was brauchen wir eigentlich? Da haben wir doch so viele eingestellt. Oh, muss den mal. Okay, den hast du geheilt. Generell immer zu wenig Personal. 1, 2. Gucken wir mal so. Es fehlen 4 Ärzte. Und 3 Beförderungen. Zum Arzt, zum Assistenten. Zur Assistenzärztin und zum Assistenzärztin. Okay. Ja, nochmal. Aber wie viele Ärzte fehlen? 1, 2, 3, 4. Wie viele werden geschult? 1. Oh, bist fertig. Dann darfst du natürlich. Ja, genau, da darfst du rein. Jetzt schauen wir nochmal. Forschung 2. Soll ich euch beide nehmen? Komm, ich nehme euch beide. So, du bist hier fertig. Also sollten auf jeden Fall noch 2 Ärzte einstellen. Auch wenn die nichts können. Aber ja. Jetzt sieht es schon besser aus. Was machst denn du jetzt hier? Du sollst hier rein. Nein? Habe ich nicht gerade? Wo ist mein... Was ist jetzt aus der Schulung passiert? Habe ich sie nicht gestartet oder was? Los jetzt. Und wo vor allem ist der Kollege? Sag es nicht, du bist jetzt wieder hier. Da willst du immer gerne hin, gell? Aber du sollst hier hin. Du kannst Allgemeinmedizin. Das ist ja toll. Verleiht fortgeschrittene Forschungskompetenzen. 50% Forschungskompetenzen. Kann man öfter ausbilden? 1, 1, 1? Diese Ausbildung. Ach so, nee, insgesamt. Okay. Jezebel Bars hat eine Bitte. Normalerweise mache ich keine Vorschläge, aber neulich hatte ich gerne eine Idee und muss dauernd darüber nachdenken. Was, wenn wir Leute heilen würden? Dann, ja, mach doch. Und hier wird einer befördert, mal wieder. Ich muss noch echt mehr forschen. Sollten vielleicht noch ein Forschungsdingens bauen. Komm, wir kopieren den mal. Wir haben noch 3 Forscher. You know, I've
Da muss ich nur hier vielleicht ein bisschen umbauen. So. Viel muss ich gar nicht umbauen. Dann kann nämlich der Dritte auch noch forschen. Wenn ich euch eh schon zu dritt ausbild, dann forsch doch du auf. Das heißt für euch aber auch jobsmäßig, dass ihr nur forscht. Halt. Und sonst macht ihr mir gar nichts. So, und du bist hoffentlich nur in der Radiologie. Bist ihr der Einzige, das kann. Ja, du bist Psychiater, das ist in Ordnung. Okay. Du bist ein Allgemeinmediziner, prima. Du kannst alles, du bist Gott. Und du bist eigentlich jetzt nur noch Forscher. Okay. Oh, hier haben wir noch mehr. Du bist... Also... Den Pomp und die zwei, die nichts können, die würde ich gerne zur Allgemeinmedizin packen. Wie gesagt, der Pomp und ihr zwei dringend. Los. Was haben wir hier? Irgendwelche Wünsche nicht erfüllt? Gut. Lese ich ja schon gar nicht mehr. Der sagt jetzt hier, er hätte gerne Klo, wenn ich das richtig interpretiere. Haben wir nicht irgendwo ein 3x3-Klo? Genau, hier. Kopiere mal. Ja, so vielleicht. Gut. Heizung. Allgemein können wir den Raum doch schon mal ein bisschen warm machen. Oh, ist fast zu warm. Gut. Hätten wir das auch. Und hör auf, so einen Mist zu machen. Die andere ist schon fertig, siehst du mal? Die ist besser wie du. Tin, Chefarzt. Ja, 10 geheilt, das war doch einfach. Wie kann denn hier schon wieder... Oh nein. Okay, auf 1 kann ich die setzen und dich kann ich auch auf 1 setzen. Und es ist die Apotheke, was ihr braucht. Die habe ich schon abgedatet. Hier können wir noch ein Update fahren. Tum. Beförderung. Pflegeschülerin zur Nahrung. Ja, natürlich. Und du? Dich können wir vorziehen. Und du? Dich können wir auch vorziehen. Viele Patienten stehen vor dem Arztzimmer. Bla bla bla. Oh. Und sofort zur Behandlung los. Ja, und ich krieg gleich wieder drei neue Allgemeinmediziner dazu. Also das wird doch gleich besser. Und warum brauchst du so lange zum Forschen? Komm auf. Tu was. Tum. Gute Neuigkeiten. Weiterbildung abgeschlossen. Forschung 2. Weiter. Oh, kann jemand Allgemeinmedizin 3 lernen? Gucken wir aber erstmal, wer noch Allgemeinmedizin... Niemand. 2 lernen kann. Niemand. Toll. Psychiatrie 3. Ach, das wäre alles cool. Aber was brauche ich wirklich? Diagnostik... Verbessert die Diagnostikkompetenz, macht bei dir Sinn, macht aber auch bei dir Sinn, ganz ehrlich, macht bei allen Sinn. Da wird's jetzt voll. Ja, und wir haben kein Personal. Und du bist hier bestimmt als Psychiater völlig falsch. Völlig falsch. Können wir noch irgendein... Nee, Objekte haben wir alle, ne?
Ah. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, danke. Nein! Dr. Required in D-Lux Clinic. Komm schon, komm schon. Nein! Verdammt. Flüssigkeitsbeschleuniger 2 freigeschaltet? Was? Warum? Irgendwas erforscht, aber gern. Update, los. Weiterbildung benötigt. Kann ich dich weiterbilden? Ja, okay. Jetzt weiterbilden, dann kriegst du als schicker Hausmeister. Du kannst Instandhaltung 2 von mir kriegen. Und los. So, was haben wir hier? Forschung abgeschlossen. Ah ja, okay. Wir können jetzt unsere Flüssigkeitsanalysegeräte zur Entnahme von reineren und nützlichen Proben updaten. Ein neues Upgrade wurde freigeschaltet, das jetzt von einem Hausmeister mit Mechanikerausbildung an jedem Apparat installiert werden kann. Gut. Zirkus, ja. Sie holt die Clowns. Clowns geht immer. Hier wird noch geforscht, hier auch. Dann wird hier jetzt nicht mehr geforscht. Dann machen wir jetzt hier als nächstes. Tja, da bleibt ja jetzt nur der Megascanner. Los. Kannst du gleich weitermachen, Kollege? Okay, wie schaut's denn hier aus? Forschungspunkte, das läuft. Das Weiterbilden läuft sowieso, das haben wir gleich. Und das Heilen, das wird von alleine funktionieren. Also sind wir eigentlich auf einem guten Weg Richtung 3 Sterne. Behaupte ich mal. 1. Wir haben 4 Arbeits... Brauchen wir noch einen Assistenten? Wow. Krankenhaus mit bester Forschung. Krankenhaus des Jahres. Bestes Lehrkrankenhaus. Arbeitgeber des aufsteigenden Sternen. Patientenpreis. Ja, das kann sich sehen lassen, ne? Bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal keine Todesfälle gewinnen werde. Ich glaube aber nicht. So, und da habt ihr ja eine gute Gruppe gefunden hier. Ja, schön, dass ihr Spaß habt. Ihr sollt was lernen, ihr Honks. Mann. Tim, Tim, Tim. Warum ist der Raum... Achso, weil ich den kopiert habe. Okay. Oh, geht's dir gut? Geheilt. Erfolgsquote war 67%. 76%. Diagnosesicherheit 100%. Personalkompetenz, Updates. Ja. Okay. Geheilt ist geheilt. Und du hier? Oh mein Gott. Mach erstmal Pause. Du hast doch Pause gemacht. Geh weiter arbeiten, los. Hier ist irgendjemand fertig. Cool. Kannst du auch Diagnostik? Das ist doch wichtig. So, jetzt geht's hier nach und nach raus. Der nächste. Geil. Ein Psychiater, der auch diagnostizieren kann. Das ist doch gut. Jetzt haben wir wieder nur. Kundenbetreuung 3 vielleicht? Chefassistent. Ach, warum denn nicht? Ich sollte eh noch einen einstellen. Hier. Zack. Ach, reicht doch als Empfang. Ach komm, du hast doch auch ein Radio. Alles cool bei dir. Ein Drucker, alles da. Apropos Drucker. Kann ich für euch noch was tun? Wie wär's denn... Eine goldene Blumenvase vielleicht? Habt ihr einen Drucker? Ihr habt ja nicht mal einen Drucker.
Spendenbox. Ja. So. Was gibt's denn da noch? Kaffeemaschine euch hier rein. Warum nicht? In die Mitte eine Pflanze. Warum nicht? Ein Schrank wäre ein bisschen komisch. Halt, wir haben doch einen Ghetto Blaster freigeschalten. Dum, 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 dum. So. Was gibt's da noch? Mini-Heizkörper. Und würde jetzt der hier drunter gehen? Ja, schön. Brauchen wir aber nicht. Weil hier ist eh schon voll warm. Hier oben wäre es irgendwo cool, aber das geht ja hier nirgendwo hin. Gut, egal. Habt's auch freigeschalten. Beförderung. Ja, und ja, klar. Und, ich wollte schon immer mal eine Menge Geld. Ja, ich auch. Werden wir aber nicht schaffen. Tim, 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 tim. Was können wir hier? Emotionale Intelligenz. Das bringt bestimmt viel für den Hausmeister. Motivation. Das tut euch beiden gut. Let's go. Oh, jetzt sorgt hier gar niemand mehr. Vielleicht soll ich dich mal hier oben reinsetzen. Du, 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 du. Du bist doch eh Profi, oder? Merkmale grüner Daumen. Na dann. Kannst du mal ein bisschen Blumen gießen? Da, 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 da. Kann man das, die Kohle eigentlich auch mit einem Kredit verdienen? Da bescheißen? Wow. 7 beim Spritzenhaus. Ja, dann könnte man den ja auch mal gleich noch kopieren. So. Ja, ja, ja. Und du kriegst gleich ein Update. Und am besten hier auch 2 Bänke. Jetzt sollten wir aber noch mal gucken, wie das jetzt hier mit der Heizung ist. Fast zu warm. Mach mal den weg. Vielleicht einen kleinen Heizkörper hier. Besser aus, ne? Sieht besser aus. Welcome, my friends, my charms, okay. Two Point Radio's haven of culture in an otherwise blighted landscape. Und da stirbt doch schon wieder irgendwo einer. Oh, komm. Wo sind meine Geisterjäger? Das hieß, ich hab zu viele. Soll ich mal generell noch jedem schulen? Da ist ja echt was los hier im Eck. Und das sind gleich Personal. Heißt Meister, was tust du gerade? Was tust du? Du hockst in der Schulung, das ist schlecht. Und du bist am Arbeiten, okay. Und du bist nur am Blumengießen. Dann auf zu dem Geist. Wo auch immer er hin ist. Wo ist der Geist hin? Ach, scheiße. Du bist auch am Arbeiten? Bist du schon auf Level 2 eigentlich? Ja. Was kommt hier? Ein Notfallpatient? Ah ne, der ist geheilt. Ey, wir haben es gleich. Noch ein bisschen forschen. Noch ein paar Patienten, Heilungsrate geht gerade wieder ein bisschen runter. Aber die ist bei guten 85%. Das sieht ja scheiße aus mit den Bildern. Ach komm, wir können ja wenigstens eins so hängen und dann hängt er wenigstens nicht in einer Reihe. Aber schon gut, dass man jetzt Räume kopieren kann. Das spart doch schon deutlich, also viel Zeit, lästige Zeit. Pflegeschüler zum Nachwuchsschüler, zum Assistenzarzt und die Clowns haben wir 5 von 7 geheilt und ja, okay.
immer die gleiche Meldung irgendwie. Dim, Scotty Man kann jetzt zum Facharzt befördert werden. Na, Logo. Und mehr brauchen wir hier auch nicht mehr. Also, wir haben hier noch Platz. Ja, noch eine Psychiatrie wäre vielleicht auch ganz cool. Habt ihr recht. Was ist eigentlich hier? Spritzen-Dings. Flüssigkeitsbeschleuniger. Kann ich die spritzen? Nee. Aber wir kopieren jetzt noch. Weil wir haben ja auch noch einen Psychiater irgendwo rumgammeln. So. Ha! Und da ist es vollbracht. Geil. Server? Was brauchen wir einen Server? Medikamentenmixer 3. Was, Server? Brauchen wir einen Serverraum? Hä? Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. Du hast ein erstklassiges Forschungsinstitut etabliert, das für die Universität von unschätzbarem Wert ist. Ich höre, dass Sie sehr dankbar sind und vermutlich wollen Sie, dass ich das auch... Was? Und vermutlich sollte ich das auch sein. Tja, Pech gehabt. Tag in Foxbridge, Gesundheitsminister. So, dann auf die Karte zurück und... Es werde 3 Sterne. Ist doch geil. Langsam. Okay, Karriereziele. Erhalte 3 Sterne in der Mitten University. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Erhalte 15 Sterne. Oh, das nehmen wir natürlich auch mit. Und sonst noch was? Bilde 50 Kranken. Ja, das nehmen wir auch mit. Ha, läuft richtig gut bei uns. In diesem Sinne, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Flemington. Das... den Wohlhabenden, in der wohlhabenden Stadt. Das sieht ja auch schön aus bei euch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Euer Patrick von der Zocker Lounge. See you.